So, einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen auf der Ostseeküste. Oh, wir machen weiter. Im Text. Oh, wenn wir hier das Feld, denke ich mal, werden wir heute nicht schaffen in der Folge. Aber gut, so ist es halt. Oh, Sonntag. Sonntag, wir haben es geschafft, dass Sonntag ist. Schon wieder eine Woche rum. Schlimm, wie die Zeit vergeht. Oder wie seht ihr das? Oder wie seht ihr das, Freunde? Oh, wir haben natürlich jetzt hier mehr oder weniger wirklich schön viel noch zu tun. Also es, also so viel ist es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Das Feld sind jetzt nur 3,65. Davon haben wir jetzt ja ein Viertel davon. Dann nochmal hier 11,6 Hektar und dann nochmal hier 4,6. Also nochmal, ich sag mal grob 16, 17 Hektar noch zu ernten. Dann sind wir tatsächlich durch. Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, ne, dass wir so relativ zügig sind. Hätte ich das bei den 5 Tagen ja eigentlich doch lassen können, aber gut. Das weiß man erst immer erst später. Gucken wir mal hier. Ja gut, hier haben wir ein Plus erwirtschaftet. Das ist schon mal gut. So, ja, hier sind wir noch mal kurz drüber gefahren. Oh, hier, wenn wir, ach, hier hätte ich sowieso noch nicht zurücksetzen dürfen. Na gut, da kommt da halt noch die Strohernte mit rein. Na, verdammt. Das hab's verkackt. Aber gut, so ist es halt. Oh, wie gesagt, also jetzt haben wir ja. Mal jetzt in den Plan hier reinguckt, brauchen wir jetzt wirklich hier nur noch den Ölrettich ausbringen. Den müssen wir bis September tatsächlich geschafft haben. Okay. Dann wird was bei den Feldern, ja, wird das gar nicht hier, ne? Ups. Hätte ich so jetzt nicht erwartet. Hätte ich bis, ja, bis hier im Boden sein muss. Oh, wieder was gelernt. Wieder was gelernt.
So. Knapp, aber es... Ich hatte mir ja sowieso ein paar bisschen verkackt. Fällt mir gerade auf. Naja, gut. Gibt's Schlimmeres. Da gibt es Schlimmeres. Ertragsmäßig können wir jetzt hier tatsächlich, können wir mal hier in die Ertragskartei gucken. Können wir hier nicht großartig meckern, ne? Also das, wo wir halt schon geerntet haben. Das Feld haben wir ja nicht mal hier bearbeitet. Das Feld eigentlich auch so weit nicht. Habe ich auch zurück. Ach, verdammt, hier ist schon alles fertig. Hier grubbert alles. Ach, hab ich vergessen. Ja, hier haben wir zurückgesetzt. Hier haben wir Gülle ausgebracht. 64.888 Liter. Komplett. Genauso wie auf dem Feld. Da haben wir bloß, glaube ich, ein bisschen mehr. 131.250 Liter. Natürlich nicht voll aufgedüngt, ne? Es ist jetzt hier, wenn man mal guckt, Stickstoff, ja, so 50 Kilo pro. Aber das haben wir ja gesehen, das hatte ich ja, ich glaube, bei dem Feld hatten wir es ja, habe ich es ja in der Folge gemacht. Ja, habe ich es, glaube ich, im Livestream gemacht. Und hier sieht man zum Beispiel, habe ich auch hier die ersten zwei Umdrehungen mit Häckseln gearbeitet und dann die Bahn. Habe ich ja Strohablage angehabt. Man merkt es halt doch. Wo man halt, ja, was vernünftig macht, ne? Oh, du bist voll? Gleich? Ja, sehr, sehr schön. Mal schaffen wir es nicht bis oben. Das macht ja nichts, der Trecker steht ja auch gleich da. Genug Platz, um zu wenden ist. Besser rumkommen, dachte ich mir, nehmen wir jetzt mal das mit rein hier. Ich glaube jetzt, dass wir jetzt nicht ganz leer werden mit dem Zug hier.
Das passt, ja. Sehr gut. Sehr gut, das passt. Oh, den stellen wir jetzt mal ganz kurz hier nur ab. Feldrand. Und der nächste. Run. Oh, man war schon mal Allrad rein. Sehr gut. Und Abfahrt. Ja, das hätte jetzt mir auch egal sein können. Hätten wir, ja, aber ich fahre lieber im vollen Tank gleich wieder los. Oh, so, naja, gut. Wie gesagt, das Feld werden wir nicht schaffen. Aber so gut wie. Ja, Montag, Dienstag werden wir natürlich auch noch, denke ich mal, weiter in der Ernte sein. Mal die ganze Woche noch so nebenbei. Wird natürlich, habe ich jetzt immer so gemacht, im August 2 haben wir hier Feldarbeit gemacht vormittags, heute haben wir Feldarbeit gemacht vormittags, bis 13 Uhr sogar, ich wollte unbedingt das, ja, die Aussaat halt beenden, ne? Und dann haben wir erst einen Drescher gestartet, natürlich jetzt hier auch zwei kleine Felder gewesen, die 10 und die
33 ist jetzt nicht gerade groß. Aber ja, gibt Schlimmeres. So eine Felder brauchen wir ja auch hier steht außer Frage. Ich werde jetzt erstmal hier so weit wie es geht hier so bleiben, ne? Also weit wie es geht da schon vorbereiten mit der Ernte dann auf dem nächsten Feld, dass wir da vielleicht nur das Ende da diesmal sehen und dann Feld 53 vielleicht dann auch noch mal in zwei Sachen. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich das Feld ja gar nicht so schnell, wie ich das denke. Wenn es natürlich ins Dunkel reingeht, dann werde ich davor noch euch eine Folge machen. Im Dunkeln ist jetzt nicht so schön mit Aufnahmen machen. Ne? Aber das werden wir dann sehen. Werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist? Ja. Morgen werden wir erstmal dann, eigentlich könnten wir es heute schon machen. Genau, wir machen das Feld nur noch und dann machen wir erstmal das eine Feld von der Strohbergung. Das wäre eine bessere Idee tatsächlich, weil morgen soll es regnen und da würde ich gerne Stroh eigentlich eingefahren haben. Gleichzeitig habe ich noch ein Experiment auf dem anderen Feld, da wird das Stroh aber komplett verkauft. Ja. Das ist sonst too much. Da ist halt ein Experiment halt vorhanden. Bin auch am Überlegen, ob man zum Beispiel mal so eine Strohmiete am Feld hinstellt. Zum Beispiel halt, wo Grünrocken hinkommt, dann macht man da halt erst eine Strohmiete hin und danach halt den Grünrocken. Grünrocken nicht, Ölrettich. Wenn da eine Strohmiete hinpacken, lässt da halt einen Kasten frei. Und dann wird halt von da immer dann irgendwann im Winter halt immer schön weggenommen. Und wenn im Frühjahr noch was steht, dann kann man ja da, immer nochmal, den alle umbauen. Das wäre tatsächlich eine Idee. Strohmiete am Feld. Natürlich selbst gebaut. Ja. Natürlich schöner, wenn das, ja. Aber. Das ist ja das Problem, wenn du jetzt hier eine baust, hinstellst, in dem Sinne, dann ist das Feld dafür ein Arsch. Das bringt dann auch in meinen Augen immer nichts. Und dadurch, ja. Selbst bei Grünrocken könnte man jetzt hier, weil für 53 zum Beispiel wäre halt so ein ideales Ding. Ich habe halt nicht mehr, kann ja mal auf dem Hof springen. Ich habe halt hier frei und hier das eine Ding frei. So, also kriege ich hier ungefähr. Nee, Quatsch, ich muss hier gucken. Hier ist ein volles. War 84 Ballen unter. Dann hört's auf.
Das hier will ich halt weiter so als Parkplatz nutzen, deswegen kommt hier weiter keins hin. Aber die 84 Beine kriege ich hier auf alle Fälle voll. Deswegen. Deswegen wird das so bleiben. Aber das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Däumchen da und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns Montag wiedersehen. Bis dahin, tschüss, tschüss.